Hallo Leute, ich bin Maria Thiener und normalerweise rede ich über Deutschland, die Deutschen selbst, meine Erfahrungen in Deutschland, was ich gemacht habe, Deutsch zu lernen, die deutsche literarische Geschichte und die deutsche Kultur und die deutsche Grammatik und naja, ziemlich fast alles, was mit diesem schönen Land zu tun hat. Und naja, was benutzt man allzu oft in Deutschland? Englisch. Punkt. Ich rede nicht über die Amerikanisierung der deutschen Sprache, das heißt, dass englische Redewendungen und Wörtern immer mehr im deutschen Sprachraum verwendet sind, obwohl das in den letzten paar Jahren besonders merkbar geworden ist, sondern rede ich über das, was andererseits passiert, das, was ich die Verbutscherung nenne, die Verschlechterung der englischen Sprache wegen ihrer Globalisierung. Und ich möchte heute dieses Thema zur Debatte stellen. Wie interessiert sich auf die Rhetorik, die Syntax, die Feinheiten der Muttersprache? Manche, aber nicht besonders viele. Beim Fremdsprachenlernen kümmert man sich hauptsächlich um generelle Verständlichkeit, was in der Schule eine gute Note heißt. Man kümmert sich nicht um die Nuancen der Fremdsprache und hervorragend beim Lesen und Schreiben sein. Ich habe gehört, dass Englisch sei deswegen eine sehr leichte Sprache zu lernen. Aber was hält man von William Faulkner und John Milton im originalen Englisch? Warum sind die Texte von Eminem einzigartig? Wer beherrscht die Sprache und deswegen Syntax und grammatischer Fehler absichtlich macht? Die Poesie der Sprache wird nicht unterrichtet. Ich bin Maria Thiener, danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächsten Mittwoch. Tschüss!